Anfang, bevor das Haus vom Hund Spike oder dem Kater Tom bewohnt wurde, war es das Zuhause einer Maus namens Jerry. Verkauft. Oh, sieh nur, Rick, unser erstes Haus. Ich sehe nur eine Hypothek und einen Rasen, den man mähen muss. Oh, jetzt sei doch nicht so mürrisch. Komm, wir laden das Auto aus. Wow! Ginger, was hast du in diesen Kisten? Steine? Ah, eine Maus, eine Maus! Ah! Rick, sie ist in das Loch gelaufen. Ruf den Kammerjäger. Ach, Unsinn. Wozu Geld verschwenden, wenn wir einen Experten haben, was Mäuse betrifft? Spike, schnapp dir diese kleine, schmutzige Maus. Fass! Oh nein, nicht die Zeitung. Schnapp dir die schleimige, kleine Maus. Von wem ist der denn? Egal. Hör zu, mein Junge. Schnapp dir die Maus. Du weißt schon. Quietschi, quietschi, quietschi. Ja. Schnapp sie dir. Da hast du aber einen tollen Hund. Ich habe noch eine Menge auszupacken und du machst alles, was auf der Liste steht. Und Punkt Nummer 1 ist, fang diese Maus. Spike, alter Junge, pass auf. Ich zeig dir, dass ein kleines Mäusehirn gegen meinen großen Kopf machtlos ist. Hast du das gehört, mein Junge? Das war das Geräusch des Erfolgs. Und jetzt entsorgen wir den Schädling. Ja! Schatz, ich bin zu Hause. Und ich habe die Lösung für unser Schädlingsproblem mitgebracht. Hast du den Kammerjäger engagiert? Ich habe dir doch gesagt, das wäre Geldverschwendung. Ich habe diesen kleinen Kerl umsonst aus dem Tierheim bekommen. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Das Katerchen sieht aus, als hätte es Angst vor seinem eigenen Schatten. Rick, bring ihn zurück. Aber Schatz, gib ihm doch wenigstens eine Chance. Wenn er versagt, tausche ich ihn gegen eine andere Katze ein. Wie heißt er denn? Er hat keinen Namen. Aber ich denke, wir nennen ihn Thomas. Nach meinem Vater? Ja, dein Dad war ein großartiger Jäger. Die Maus hat keine Chance mit dieser Katze im Haus. Stimmt's, Thomas? Bist du der neue Kater? Nur keine Angst. Ich bin ein zivilisierter Hund. Das Haus ist groß genug für uns beide. Du lässt mich in Ruhe, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Alles klar? Hast du meine antike Teekanne gesehen? Diese Umzugsleute? Tut mir leid, Spike. Aber Ginger meint, du musst jetzt draußen schlafen. Ich glaube, sie ist sauer wegen des zerbrochenen Geschirrs. Was soll's, das ist gar nicht mal schlecht. Wenigstens habe ich hier draußen Ruhe und